Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, heute zocken wir Call of Duty Black Ops 2. Ich habe mir einfach gedacht, yo, ich hol's mir, weil Black Ops 3 ja wegen der Grafikkarte, ich weiß nicht, ob's so gut läuft. Ja, deswegen habe ich einfach gedacht, komm, hol ich mal Black Ops 2 und danach kommt dann eben Black Ops 3. Black Ops habe ich leider nicht mehr gekriegt, sonst hätte ich erst Black Ops gespielt, aber naja, deswegen nochmal hier herzlich willkommen zu Black Ops 2, mein neues Projekt. Und ich guck mal gerade, ob der Sound übereinstimmt. Oh yeah. Schon mal geil aus und die Grafik muss ich auch gucken, weil es ist etwas Dings. Naja, der Ton wird ja so in Ordnung sein und ich würde sagen, wir gehen gleich rein in Kampagne und es geht los. Ne, wir gehen erstmal die Optionen genauer Einstellungen. Grafik. Schatten, na, kein Schattenbraun war nicht. 1020 mal 1080, das ist gut. Texturenqualität. Ne, normal will ich machen, normal. Hier. Ja. FXAA, nein. Brauche ich nicht. Umgebungsverdrehung auch nicht. Maximale Bildrate unbegrenzt ist okay. Ich habe jetzt 60 FPS. Bildsynchronisation brauche ich auch nicht. Und Zahl der Gefallenen auch nicht. Okay, ja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die neue Story rein. Und ja, wir gehen als Rekrut, weil, ja, ich mit meiner Kunst in Call of Duty, ihr kennt mich. Und ich bin jetzt mal kurz ruhig. Hoffentlich ist vom Ton alles in Ordnung. Ja, es wird schon in der nächsten Folge dann ändern. Ist das die erste Mission? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ist komplett blind, Leute. Das wird wieder lustig, ey. Menendez ist der Anführer von Cordes Dieu und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Der Gangster-Opa hier. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermano. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte. Na, der hat schön auf die Fresse gelegt. Der kleine Sohn. Ne Mann. Geh zurück zur Armee. Ich hasse dich. Damals bei Mams Tod. Ach, was ich auch gleich noch machen muss, ist wieder das Mikrofon gucken. Das hat schon wieder von allein auf 50 gestellt. Hundertprozentig. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Wollen Sie ihn raus, CIA? Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Trinken. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Das ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. So, Missionsbesprechung.
Bildschirm. Erscheint vor jeder Mission und benennt die Ziele. Die Ausrüstung der Mission kann durch Drücken von C angepasst werden. Alternativ startet man mit der Standardausrüstung. Ein Blick in die Karriere ist der mit R möglich. Okay, bestätigt. Gut, Leute, jetzt haben wir hier, also das haben wir jetzt, eine Primärwaffe, eine Pistole und ein AC-0G Visier. Eine Granate, eine Blendgranate oder Rauchgranate und etwas Werkzeug. Und das sind wir. Ziel, retten Sie Woods. Ja, und ich guck mal gerade noch mal schnell nach meinem Dings. Bis gleich. Geh kurz ins Menü. Vielleicht sieht man auch jetzt das Menü. Weil ist ja nicht schlimm. So, Sound. So. Ach, komm, öffne jetzt den scheiß Sound. Windows 8. Sound, dankeschön. Sorry, Windows 8.1. Front Mic. Und es steht auch... Wow. Auf 100 hat es gestanden. Okay, jetzt ist es etwas leiser. Es ist bestimmt jetzt viel besser. Der Soundmix steht auf... Oh Gott. Auf 100. Du sollst dich auf 60. So. Jetzt ist alles in Ordnung. Vielleicht hat man jetzt gesehen oder einfach nur schwarzes Bild. Sorry, aber es geht jetzt einfach mal los. Und Level starten. Sie fanden mich. Und schon wieder geht's los mit dem bla bla bla. Naja, ist ja auch scheißegal. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus, dann kommt eine C-130. Bitte lauf flüssig. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl. Angola, kenn ich. Irgendwoher. Das ist, glaube ich, in Afrika, oder? Afrika oder Afghanistan? Was weiß ich. Spielt ja, ich glaube, 2040 ist das hier, das Spiel. Da geht schon schön los. Ach du Scheiße, da geht schon richtig gut los. Oh mein Gott! Okay, wir holen die Schaufel. Let's go. Aber ich glaube, wir können nichts für den tun. Oh Gott. Der Arme. Ah, er ist ja tot. Okay. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Und wir haben 50 FPS. Das ist gut. Wird bestimmt in 720p, 1080p 50 gezeigt. Okay. Ich hab vergessen, die Kopfhörer. Naja, ist nicht schlimm, wenn jetzt ein bisschen asynchron ist. Okay, es geht los, Leute. Nächste Folge ist alles perfekt. Ist auch alles perfekt eingestellt. Ja, Shavimbi führt einen Gegenangriff an. Und es geht los. Auf Grafik, ich glaube, mittel oder hoch, oder wo wir jetzt hier drauf spielen. Ich glaube, so mittelhoch dürfte das jetzt so sein. Okay, meine Männer sind hier. Da ist einer angehört, verletzt worden. Und wir erobern jetzt Angola zurück. Ja. Aber ich kann mal gucken, was vielleicht noch an der Grafik machen lässt. Vielleicht Einstellungen, Grafik. In der nächsten Folge. Ah, ne, Sichtfeld kann man ein bisschen runter machen. Hallo, Sichtfeld? Sichtfeld. Sichtfeld kann ich nicht runter machen. Okay. Schatten aus. Okay, die Schatten machen wir aus. Ich meine, für was brauchen wir das denn? Texturen, Qualität normal. Lassen wir es so. Texturen, ja. Tiefenschärfe. Gering. Anzahl der gefallenen Winzischen. Ja. Dürfte normal jetzt alles in Ordnung sein. Ah, 40 FPS läuft schon besser. 60 FPS, jawohl. Leute, so geht's ohne Schatten. Können wir auch hochspielen. Da kommen sie, meine Brüder. Ja, meine Brüder. Okay, ab ins Geschäft. Wow, das sind ja, das sind Feinde. Oh, what the fuck. Ja, und ein paar haben sich auch, oh, ich hab meinem Mann gerade einen Headshot gegeben. Ja, Headshot. Viele haben sich auch Call of Duty Let's Play gewünscht. Nun haben sie es. Nun habt das, Leute. Nun habt das Call of Duty Let's Play. In Full HD natürlich. In 60 FPS. Aber ob es durch die Renderung in 60 FPS wiedergegeben werden kann, weiß ich nicht. Aber, Mann. Wir geben einen großen Fakt drauf. Das ist ja scheißegal. 30 oder 60 FPS. Naja. Und warum darf ich... What the fuck? Warum darf ich nicht mitfahren? Interaktion, okay. F zu interagieren. Und ja, die Grafik ist annehmbar. Black Ops 3 mit der neuen Grafikkarte, dann mit der GTX 79 Ti. Das wird dann richtig geil. Mit dabei spiele ich ja immer noch auf der Radeon HD, was weiß ich. Die komischen Mörser-Schießer hier.
Und ich glaube, in der Mission kann man noch nicht sterben. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nur mal angezockt gehabt. Ich hatte diesen Dialog da geguckt, ob alles geht. Mehr habe ich ja nicht gespielt. Die erste Mission nur mal beim Kumpel gesehen, aber da ist das Spiel erst rausgekommen. Das Spiel ist ja jetzt, glaube ich, schon anderthalb Jahr alt. Black Ops 2. Dürfte schon ein Jahr, anderthalb alt sein, dieses Spiel. Aber ist immer noch das geile Spiel. Immer noch das meistverkaufte Spiel 2013 und 14. Und ja. Hier kommen nur immer schön massenweise Feinde. Und was haben wir eigentlich noch an Waffen alles? Oh Gott. Ich werde gerade wieder schön abgeballert in COD. Und ich stelle mal kurz die Texturen auf hoch. Ist ja bestimmt viel geiler. Texturenqualität hoch. F übernehmen. Ja. Und es sieht trotzdem noch geiler aus. 60. Oh, 70 FPS auf hoch. Jawohl. Wie geil. Komm, ist der Ton gut, ey. Nachladen, na komm. Lad schneller nach. Okay, schauen wir mal noch die AK. Oh. Ah, ne, die ist scheiße. Okay. Und nächstes natürlich, wenn der Ton scheiße ist, dann wird es in der nächsten Folge 100% besser sein. Weil ich gucke ja die Testfolge mir an. Was war denn hier? Ein leergeschossenes Granatalter. Was ist denn hier los? Oh, hier sind die Ziele. Ach so. Panzer, sind das feindliche Panzer oder Eigenmann-Panzer hier? Ja, was macht ihr denn hier für Mist? Sag mal. Habt ihr das gesehen? Die kommen hier einfach. Die kommen einfach. Was hier für ein Widerstand? Das gibt's doch nicht, ey. Aber 100 Pro, dass das in 1080p 50 wiedergegeben wird. Ja. Oh, ich hab gerade den. Hat der Dildo gehießen? Habe ich mich da gerade verlesen oder hat er wirklich Dildo gehießen? Sergeant Dildo. Oder Sergeant Dilbo. Ey, wenn der Dildo gehießen hat, ey, das ist ja ein richtiges Opfer dann gewesen. Ich hab den Dildo erschossen. What the fuck? Unser Freund der Dildo. Nee, Spaß. Okay, keine perversen Ansprüche in Let's Plays. Verboten seit heute, seit jetzt gerade. Hier geht schon richtig zur Sache, muss ich wirklich sagen. Alter. Okay, ich komme hier gerade gar nicht klar irgendwie. Das ist auch wirklich aufregend, dieses Spiel. Eine Folge geht 15 Minuten, wenn wir hier nicht weiterkommen. Ach, scheiße. Was ist eigentlich mein scheiß Ziel da hinten? Was muss ich eigentlich machen? Ach, komm, du doch mal daher. In die Fratz geschossen, jawohl. Ziel. Ach, das sind unsere Ziele. Ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Nee, komm, die erste Folge geht einfach ein bisschen länger, weil ich meine, bei 1 für die Luftarmee. What the fuck? Und tschak, boom! Jawoll! Sehr schön! Tschak, boom hat es jetzt gemacht. Wow, 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 wow! Haut ab, ihr komischen Feinde! Hey, ich will mit! Sag mal! Sergeant Penner hier. Nein, du wirst schön abgeknallt. Weil, ich muss hier gewinnen in diesem Spiel. Ich muss gewinnen. Ich krieg grad keine Antwort, wie doof der da gestanden hat. Wirklich. Der hat so vor mir gestanden. Ich schieße dich durch den Stein durch. Ich bin doof. Abgeknallt, fertig. Alter, der war gerade wirklich doof, ey. Der hat sich hinter einen Stein gestellt und hat gedacht, der kann mich durch den riesen Fels da durch abknallen, ey. Hass, kann ich dazu noch sagen, ey. Aber, naja, es ist Call of Duty. Und es wird auch immer Call of Duty bleiben. Ja. Immer wieder Schakbum. Wo ist denn hier Schakbum? Okay. Boom. Und mit einem Durchflug, komm. Nein! Das sind immer noch schwere Panzer. Ach du Scheiße, Leute. Was geht hier ab, ey? Hey, da ist noch einer. Komm, hier. Nee, zwei. Nee, einer. Null. Okay. Wow. Nein, nicht meine, Leute. Alter, halt doch mal auf hier. Nee, das war schon wieder dieser, der so komisch hieß. Dilz heißt der, ne? Dildo, Dill. War schon wieder so ein Gangster hier. So ein Styler, der angerannt kam mit einer Machete. So, ja. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und das war ein Face-Shot.
Alter, was ist denn mit dem los? Hat er gerade gebackt? Ich habe den dreimal in den Kopf geschossen und der ladet immer noch nach. Was ist denn heutzutage mit den Leuten los? Und hier muss ich irgendwas benutzen. Oi. Ja, geh. Renn. F. What the fuck? F. Ach so, okay. Geht's rund. Muss ich jetzt machen? Ach so, noch vom Auto schießen, ey. Jetzt gibt's hier ein Drive-By wie in GTA 5. Und nein, ein GTA 5 Let's Play wird es nicht geben, aber dafür ein GTA 6 Let's Play, das ja voraussichtlich 2016 angeblich rauskommen soll. Angeblich soll 2016 GTA 6 rauskommen. Kommt natürlich ein riesen Let's Play dann drüber. Ich freue mich schon irgendwie drauf. Weil ich habe schon Release gelesen bei Twitter. Ja. Natürlich den Twitter-Account kann ich auch verlinken, wenn ihr wollt. Könnt ihr mir folgen. Jetzt geht's ab. Wir haben gewonnen und das war auch dann für die erste Mission. Jetzt ist wieder Schluss hier. Mein Mikrofon habe. Ach, scheiß Dreck drauf. Hoffentlich ist alles in Ordnung, ey. Hoffentlich hat er da überhaupt aufgenommen. Wenn nicht, ich schlag den. Ich habe keine Lust, das nochmal zu spielen jetzt. Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde. Wo ist der? Er wird festgehalten von einem Waffenhändler aus Nicaragua. Ein sehr gefährlicher Mann. Oh. Okay. Zwei Meilen nördlich. Er ist auf einem Transportkran auf dem Fluss. Es geht los. Let's go. Und ich glaube, das war die erste Mission. Los geht's, Hans. Da ist noch einer. Knall ihn ab. Oh, das war ein Hinterkopf-Headshot hier. Das weiß ich. Und da ist was kaputt. Oh, hier ist richtig zur Sache gegangen. Wir haben aber gewonnen. Und ja. Jetzt kommt das hier wieder. Und in Vietnam. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Die Zwischensequenzen gehen nie so lang wie bei anderen Call of Duty, ist mir aufgefallen. Aber das war nur das Tutorial. Jetzt geht's richtig los gleich. Und ja, ich würde sagen, wir überspringen das dann jetzt. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann nochmal an, wenn es nochmal geht. Okay, Ende. Dann von der ersten Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Call of Duty Black Ops 2. Das Let's Play wird so 20, 30 Folgen gehen, weil die Story geht 9 Stunden. Und ja, dann wie immer, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet, das würde mich so freuen beim geilen Actionspiel hier. Weil ich glaube, da guckt jeder gerne zu bei Call of Duty. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin jetzt hier raus aus diesem Kriegsgebiet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sashi LP. Ciao.